müssen eigentlich weiter nach vorne. Ist das automatisch in die Hocke? Ja. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Tja, es muss klappen. Ich hoffe, es klappt auch. Oh, F. Ja. Es ist hell. Wir sind wieder im Tageslicht. Oh. Ja, es ist, Schnee. Größer als es aussah. Das ist normal. Bisschen kälter auch. Und Lara hat natürlich das perfekte Outfit für das Wetter. Wie sollte es auch anders sein? Da müssen wir hin. Okay. Das sah erstmal höher aus, als ich dachte. Da ist ein Lager. Ich glaube, das nutzen wir auch. Okay, sie erzählt nichts. Ich dachte jetzt, sie würde was erzählen, deswegen hatte ich mich hingesetzt. Dem ist scheinbar nicht so. Ist wahrscheinlich nur als Speicherpunkt dann gedacht. Oh, schön. Das klingt richtig fies. Ach ja. Nein, wir haben keine Höhenangst. Nein, nein. Was ist das denn für ein Kerl? Du Arsch! Oh! Meine Fresse. Das war echt knapp. Weil ich so oft die F-Taste verfehle. Verdammt, ey. Ja, lieber hier den hier. Da sehe ich dich, mein Freundchen. Oh nein! In den Arsch. So. Ha. Tja. Niemand legt sich mit uns an. Da ist aber doch irgendwer, oder? Warum hört die Musik nicht auf? Ich sehe nämlich keinen mehr. Ha. Und sie ist auch noch geduckt. Aber wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Typ? Ist da oben jemand? Doch. Ah. Ich hab dich. Ach, Mist! Na. Oh, 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 oh. Na komm. Ja, natürlich schieße ich auf dich. Ihr schießt ja auch auf mich. So. Aber jetzt. Oder? Ey. Wo seid ihr? Du bist nicht mehr in Hocke, Lara. Aber die Musik ist noch. Wo ist denn der Nächste? Wo ist denn noch einer? Hm. Irgendwo versteckt er sich. Okay, da ist einer der Leichen. Vielleicht ist ja einer aber irgendwo weiter weg. Und den sehen wir dann erst gleich. Oh. Ein bisschen Lärm gemacht. Na egal. Ist ja eh schon aufgeflogen, dass wir hier sind. Dann können wir auch genauso gut leer machen. Hm. Noch sehe ich niemanden hier. Aber wir sollten natürlich die Augen offen halten. Oh. Da. Oh, oh, da. Ich habe was schon gesehen. Juhu. Oh. Das tut mir überhaupt nicht leid. Ach, Mist. Ich dachte, ich kann... Ahaha. Sehr schön. Juhu. Das ist normales Fass, ne? Ja. Oh, da ist einer. Du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich hoffe, dass es nicht mehr so viele sind, aber ich weiß es nicht. Oh, da war doch was. Okay.
Eine Reliquie, oder? Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Tja, welches von den vielen Kanjis meinst du denn, Lara? Das sind auf jeden Fall alte. Nicht die, die aktuell benutzt werden. Und leider kann ich sie auch nicht mehr lesen. Das ist ein bisschen schwierig immer. Mal davon abgesehen, dass es wirklich keine modernen Kanjis sind. Und sowieso auch recht schwer erkennbar hier. Ich konnte mal so ein paar davon lesen. Ja, so ein paar. Aber mittlerweile, wenn man das nicht jeden Tag nutzt oder zumindest regelmäßig nutzt, vergisst man sowas leider. Aber ich vermute mal, dass Lara jeden Tag ein bisschen Japanisch lernt. Nee, die hat ja sonst nichts zu tun, wie man sieht. Nur so Türme und sowas so hochklettern. Also nur so lauter langweiliges Zeug. Dann kann man sich in der Zwischenzeit auch noch so ein bisschen mit Japanisch und anderen Sprachen befassen. Mindestens. Mindestens. Da ist was. Munition. Okay, das können wir nicht mehr mitnehmen. Es sind auf jeden Fall noch irgendwo hier Gegner. Tja, aber wo? Ich sehe gerade keine. Aber irgendwo müsste ja sein, ne? Hm. Da liegt auf jeden Fall noch eine Leiche. Schön plündern. Tja. Ist wahrscheinlich ein einziger, der sich irgendwo noch versteckt. Feuer brauchen wir gerade nicht. Waffenmodifizierung verfügbar. Sehr schön. Werden wir auch gleich machen. Und wir gehen natürlich hier hoch. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Die Solari. Matthias ist ein wahrhaft böser Mensch. Wie beiläufig er über Gewalt und das Töten spricht. Das ist verrückt. Ja, liebe Lara, ich glaube, wir sind auch nicht so viel besser. Naja, doch, wir sind trotzdem besser. Aber naja, er hat auch versucht, irgendwie zu überleben. Und wenn wir mal auf das Datum schauen, 1990, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in welcher Zeit das Spiel spielt, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber es müsste eigentlich fast Gegenwart sein. Also der wird schon auf jeden Fall ein paar Jahre hier auf der Insel sein. Und tja, wenn man überleben möchte unter solchen Umständen, dann wird man wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Ne? Das ist halt so. Das ist auch so großartig. Ich liebe das Spiel auch. Nicht nur wegen der ganzen Thematik, sondern auch, weil es mich an Arrow so erinnert. Und das Spiel und die Serie ist ja fast gleichzeitig, glaube ich, gestartet. Und ja, ich mag das einfach total, diese ganze Thematik, dass man irgendwann auf einer Insel landet und ja, nicht weiß erstmal, was los ist und irgendwie überleben muss. Und Lara ist ja auch in diesem Teil ja noch sehr jung, wie man sieht. Und hat eigentlich noch nicht so viel Erfahrung. Vor allem im Kämpfen nicht, ne? Also sie hat hier ihren ersten Menschen umgebracht. Das prägt natürlich sehr, aber es macht einen auch stärker. Oh. Oh, da, da, da. Da! Ach, Mist. Ah! Ja, da habe ich mich erschreckt. Ich kann ja eigentlich mit F auch immer angreifen. Das ist etwas, was ich immer wieder vergesse.
Huch! Wo seid ihr? Da. Ha! Ha! So geht's nicht, Freundchen. Oh, 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 oh. Ja, natürlich lebe ich noch. Stirb! Oh, sehr schön. Oh, oh, oh. Ja, ich schieße zwar gut, aber ihr werft hier mit Feuer Bomben auf mich. Das ist irgendwie nicht so cool. Wo ist der Kerl? Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Mist. Zu früh gefreut. Ach, und jetzt habe ich den nicht erwischt. Mist. Du scheiß Arsch. Zeig dich. Zeig dich. Jetzt aber. Okay, ich glaube, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Da werden ganz sicher noch mehr Gegner sein. Aber so gerade sichtbar sehe ich keine. Au! Mist! Ich laufe immer in das Feuer rein. Ich wollte eigentlich nur kurz schauen, ob ich irgendwas übersehen habe, bevor ich runtergehe. Okay. Wollte gerade sagen, irgendwie sollte ich, glaube ich, in der Sequenz anfangen. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Oh oh. Ja. Ach. Großartig. Konzentration. Du schaffst das. Mist. Ah! Mist, Moment, wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das bei dem nochmal? Ah! Was ist das? Warum? Was soll ich machen? Hä? Rechts, links und dann unten? Ich verstehe das nicht. Alle gleichzeitig? Es funktioniert gerade gar nichts davon. Hallo? Ich weiß tatsächlich gerade nicht, warum nichts geht. Was ist das für eine rote Taste? Ich kenne sie nicht. Ich kann das nicht drücken. Rechts geht nicht, links geht nicht. Gleichzeitig drücken geht auch nicht. Was will es von mir? Hey. Hm. Ah. Okay. Ah. Ah. Was soll ich denn machen? Er ist auch so schnell. Ah, Mist. Ah, Scheiße. Ja, ich weiß. Ich merke das gerade. Nur leider weiß ich halt auch gerade nicht, was ich bei dem machen soll. Huch. Muss ihn halt von hinten erwischen. Na komm, dann komm her. Au! Mist! Ah, nein! Mist! Scheiße! Scheiße! Nein! Oh. Sorry. Ich wollte doch nicht, dass Lever nochmal stirbt. Ja, die Umschalttaste. Ja, ist okay. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Ach, Mann! Ach, Mann. Konzentration. Du schaffst das. Ah, okay, jetzt habe ich das schon. Ah, doch nicht, aber doch nicht die hier. Ach komm, warum schießt du denn nicht? Irgendwie? Soll ich das da raus mit der Umschalttaste? Ich dachte, ich hätte es mit der Umschalttaste hin. Ey, warum? Ah. Nein! What the fuck? Jetzt feuerst du auch noch, du Scheißkerl. Nein!
mach mich nicht so. Ah! Nein! So. Ah. Oh mein. Oh nein. Es war noch nicht alles. War ja auch zu einfach gewesen. Ja. Meine Fresse. Ja, man merkt schon, die Gegner werden nicht unbedingt netter zu mir. Und diese scheiß gepanzerten Typen. So, aber wir haben es geschafft. Auch wenn es leider nicht schön war, sich den Tod anzusehen von dir. Oh Mann. Das mag ich gar nicht. Jetzt hier alles gefunden schon. Haben wir alles mitgenommen? Können wir hier noch irgendwo hin? Okay, da können wir nicht. Aber hier vielleicht, oder? Hm. Sieht eigentlich für mich aus, als könnte ich da lang. Aber es funktioniert nicht. Gut, dann nicht. Dann nicht. Oh. Nee, ich glaube. Außer der Munition da. Wird jetzt in die Richtung eher nichts mehr sein. Oder? Eher nicht. Dann gehen wir hier rein. Wo wahrscheinlich ganz sicher nicht weitere Gegner sind. Oh nein. Da ist eine Treppe. Dann gehe ich erstmal hier lang. Okay, ach so, nee. Aber das hier können wir aufmachen. Und wir sollten irgendwo mal ein Lager finden. Ich hoffe, hier kommt gleich noch eins. Und wie wir vorhin gesehen haben, wir haben Teil 1 von einem Bogen gefunden. Dann können wir uns sehr bald einen neuen schönen Bogen machen. Hier auch nichts übersehen. Da ist noch was. Dann können wir doch das Feuer kurz holen. Ist ja immerhin auch immer ein bisschen Bergungsgut. Ja. Ja, lass doch einfach los. So. Ja, plus 30. Doch, das lohnt sich trotzdem mal so ein bisschen. Da ist auch noch eine Kiste. Hm, hier raus oder lieber draußen rum? Da können wir auch lang gehen, oder? Oder ist das noch woanders dann dahin? Das kann gut sein. Gehen wir erstmal kurz hier oben hin. Obwohl, ne, ich glaube. Da will ich noch nicht hin. Erstmal doch hier hin. Mal auf. Weil hier haben wir doch eben auch noch ein paar erschossen, oder? Ah, ne, die sind runtergefallen. Ja, gut. Aber eine Reliquie gefunden. Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Hm. Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Das könnte gut sein. Sehr wahrscheinlich sogar. Die Senshi-Elite haben wir jetzt voll. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen was gesammelt. Ich glaube, mehr wird jetzt hier nicht sein. Scheint auch recht durch zu sein gerade. Also wahrscheinlich doch keine weiteren Gegner. Erstmal hier.
so, da können wir hochspringen. Ah, und da ist auch das Lager. Und ein Tagebuch. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. So, und jetzt sehen wir, dass das nochmal 8 Jahre zurückliegt, 1982. Forschung. Matthias hat angefangen, Hinweise darauf zu entdecken, was es mit diesem Ort wirklich auf sich hat. Was war sein Plan? Der ist wirklich sehr lange auf der Insel, also... Die Frage ist halt, hat er schon alles rausgefunden bis dato? Das Geheimnis dieser Insel und dieser Königin? Himiko wahrscheinlich? Und wenn er das Geheimnis entdeckt hat, warum ist er noch auf dieser Insel? So, an dieser Stelle beende ich die Aufnahme und bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!